ihr, na an die könnt ihr euch doch bestimmt noch erinnern. Die Eiskunstläuferin Mascha Sotzkova haben wir in der letzten Saison daheim besucht. Und die neue Saison hat sie dann gleich mit 2 Goldmedaillen beim Junior Grand Prix angefangen. In Joschka-Dola beim Russland Cup hat sie jetzt schon einen Auftritt im russischen Damenbereich. Ja, das ist genau da, wo meine Russland-TV-Kollegin Anna Kotscheva herkommt und ihre Videos moderiert. Unser Eiskunstlauf-Experte Michael hat Mascha dann auch dort getroffen. Sie hat die vorherigen Monate in den USA verbracht, wo sie bei einer Gastfamilie gewohnt und ihr Programm geübt hat. Optimal lief es für sie in Joschka-Dola aber nicht. Ihre ganz neuen Schlittschuhe waren noch nicht richtig eingelaufen und sie patzte bei ihrer Dreiersprungkombination, was ihr sonst selten passiert. Da ist es beim Junior Grand Prix in Linz und Riga schon besser gelaufen. Die hat sie schon beide gewonnen. In Linz hat man davon aber wenig mitbekommen, weil im Zentrum der Berichte mehr die eigentlich letztplatzierte Prinzessin von Monaco stand. Michael hat Mascha gefragt, ob sie sich darüber ein bisschen geärgert hat. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch schön, wenn so eine prominente Eiskunstlauf macht. Über uns andere schreiben ja schon genug Zeitungen. Für den Wettkampf in Joschka-Dola war Maschas Leistung egal, weil sie in einer ganz anderen Welt lief als ihre Konkurrenz und trotzdem mit 38 Punkten Abstand gewann. Das Gesicht müsst ihr euch also einprägen. Das werdet ihr noch oft außerhalb von Russland sehen, bei großen Eiskunstlauf-Wettkämpfen. Denn Mascha ist schon die kleinste von den ganz großen der russischen Eiskunstlauf-Damen. Ach ja, und die größte von den kleinen Mädchen war auch in Joschka-Dola. Sie ist so alt wie ich, heißt Anastasia Gubanova und kommt aus St. Petersburg. Mit der müssen wir wohl auch uns noch demnächst beschäftigen. Tschüss!